Welt-AIDS-Tag und die Linke wird auch wie in den vergangenen Jahren an den Aktivitäten rund um den Welt-AIDS-Tag teilnehmen. Als der Welt-AIDS-Tag 1988 eingeführt wurde, war HIV und AIDS ein großes Thema weltweit. Eine Krankheit, an der man sehr schnell starb. Hat sich gewandelt in den letzten Jahren. HIV und AIDS sind zumindest in den entwickelten Ländern behandelbare Erkrankungen. Heute macht es Sinn, sehr früh zu wissen, wenn man HIV-positiv ist. Man kann durch eine Therapie sein Leben erheblich verlängern und seine Lebensqualität auch steigern. Problematisch sind nach wie vor Themen wie Diskriminierung und Ausgrenzung von HIV-Positiven, auch in Deutschland. Wir hatten in Berlin erst unlängst den Fall, dass ein HIV-positiver junger Mann gekündigt wurde, nur weil er HIV-positiv ist. Er hat dagegen geklagt und leider verloren, weil das Arbeitsgericht meinte, dass die HIV-Infektion kein Tatbestand ist, der unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz fällt. Deshalb fordern wir als Linke auch die Aufnahme chronischer Erkrankungen in den Katalog der Diskriminierungstatbestände in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, damit solche Kündigungen in Zukunft nicht mehr möglich sind. Wie gesagt, wir werden die Aktivitäten der AIDS-Hilfen rund um den Welt-AIDS-Tag unterstützen. Wir sind heute beim Trauermarsch dabei, um an die an AIDS Verstorbenen zu gedenken. Und die Linke wird morgen auf dem Alexanderplatz Spenden sammeln, um die Arbeit der AIDS-Hilfen zu unterstützen, gute Prävention zu machen und auch im ganzen Jahr gegen Ausgrenzung und gegen Diskriminierung von HIV-Positiven zu kämpfen.